Hallo, ich bin Eugen, 31 Jahre alt, bin Arzt, hauptberuflich, aber als großes Hobby habe ich das Immobilienwesen für mich entdeckt, seit einigen Jahren und das betreibe ich parallel zu meinem Hauptberuf. Vater, Ehemann und Freund. Ja, genau. Also mit meinen Freunden haben wir letztendlich die Freundeskreisgruppe gegründet. Das ist eine Firmengruppe im Immobilienbereich im Rahmen des Aufteilergeschäfts, Vermietung, Verpachtung, Objektmanagement, Fix und Flip. Genau, und das machen wir sozusagen neben unserem täglichen Business. Also mit 31 habe ich dann verstanden, dass auch ich Instagram benutzen muss. Demzufolge unter Freundeskreis-Gruppe habe ich unseren Instagram-Account gelauncht. Und da, sobald man ja in dieser Immobilienbranche ist, ist man auch in der Bubble drin und da kommt man an Max nicht vorbei. Und auf der Basis bin ich dann auf ihn ja aufmerksam geworden. Also ich weiß, worauf die Frage auszielt, aber völlig wertungsfrei letztendlich. Einfach nur, der Mann scheint was zu wissen, was ich noch nicht weiß oder was ich noch nicht habe. Und demzufolge hat er mein Interesse geweckt. Ausgangssituation war drei Firmen, vier Firmen, einige Angestellte, Partnerschaften und viel Arbeit, die letztendlich aber etwas unsortiert war, unkoordiniert war. Erfolg haben wir vorgewiesen, jedoch war mein Fokus, wie kann ich das perfektionieren, wie kann ich Prozesse einbauen, wie kann ich das letztendlich automatisieren. Und meine Ausgangssituation war, dass diese Automatisierung einfach noch nicht vorhanden ist. Und demzufolge habe ich mich hier gemeldet. Das Max-Wolf-Coaching ist letztendlich ein sehr gut aufgesetztes, für jedermann, letztendlich vom Anfänger bis zum fast Vollprofi aufgebautes Wissenskompendium, was man von überall letztendlich digital in sich saugen kann, gleichzeitig aber auch noch die zwischenmenschliche Komponente hat, von Mensch zu Mensch, wo man sich austauschen kann, wo man Erfahrungen austauschen kann und viel fragen kann. Das heißt, eigentlich ist jeder aus dem Team greifbar, über WhatsApp, per E-Mail, per Telefon und auf der Hinsicht wirklich global gut. Ich glaube, das sind letztendlich, oder wir, glaube ich, sind alle Gleichgesinnte, die letztendlich nach dem gleichen streben, in der Form nach Struktur, nach besseren Prozessen, nach smarteren Lösungen, demzufolge auch einem Verdienst mit weniger Aufwand und einer guten Kundenbetreuung. Das ist eigentlich so gut wie bei allen meines Erachtens nach der Fall. Grundsätzlich sind mir viele Fehler oder Probleme letztendlich klar geworden, die ich jetzt als Herausforderung mit dem Team, mit dem Partner bewältigen darf und habe dann aber auch gleich einen Weg dazu bekommen. Gehen kann den Weg für mich niemand, aber die Tür wurde geöffnet und ich kann durchgehen, habe einen roten Faden mitbekommen, den ich abarbeiten kann. Und das unterscheidet definitiv den jetzigen Zustand von vor 1 bis 2 Monaten. Eine Sicherheit plus Ziel. Und bei den meisten Unternehmern ist ja meistens das Problem, vor allem wenn sie jung sind und noch frisch gegründet haben, ist, wo gehe ich lang? Kriege ich eine Hand mit, die mich letztendlich führt oder die mir zumindest einen Weg weist? Gehen kann ich den Weg alleine, gar keine Frage. Aber wie mache ich etwas besser, schneller, prozessorientierter? Und darauf kommt es dann letztendlich an. Und das habe ich jetzt mehr oder weniger mitbekommen, beziehungsweise kann das immer weiter ausarbeiten. Habe aber auch immer wieder die Möglichkeit, den Hörer in die Hand zu nehmen, die WhatsApp-Gruppe zu öffnen, einfach meine Frage reinzutippen und ich kriege relativ schnell eine Antwort. Für mich persönlich ist das Synonym Fabrik. Wie baue ich meine Fabrik? Wie koordiniere ich letztendlich meine Zeit und meine To-Dos mit der Zeit meiner Freunde, meiner Angestellten und deren To-Dos und schaffe es dadurch, eine produzierende Firma aufzubauen, die letztendlich nur durch gewisse Prozesshandgriffe das
Produktionsband bedient und ein perfektes oder geiles Ergebnis am Schluss, am Monatsende, am Jahresende rauskommt, wo wir als Team extrem viel Spaß haben. Das war mein Key-Learning letztendlich. Also die allergrößte Herausforderung ist letztendlich, am Unternehmen zu arbeiten, nicht im Unternehmen. Und ich stecke ziemlich weit im Unternehmen. Und die zweite Herausforderung ist eigentlich die Voraussetzung für die erste Herausforderung, den Prozess zu bauen und diese Pipeline dann auch, dass das auch so geschieht. Das sind die zwei. Die Aufzeichnung dieser Fabrik. Wie habe ich es eigentlich am optimalsten darzustellen, aufzubauen oder jetzt zu changen? Das war für mich nochmal, mir war es immer klar. Man hört es aus verschiedenen Podcasts, Büchern, YouTube-Folgen und, und. Aber letztendlich das nochmal aufgezeichnet zu bekommen im persönlichen Gespräch mit Max und zu rekapitulieren, das ist wirklich eigentlich so einfach, aber doch so schwer. Das war definitiv mindblowing. Grundsätzlich eine Sache, die mir von Anfang an extrem wichtig war, was ich auch ehrlich gesagt für das Geld erwartet habe, letztendlich mir aber sehr gut vorstellen kann, dass es nicht überall geliefert wird, ist die Transparenz. Er ist im gleichen Business mehr oder weniger wie ich, jetzt nicht im Coaching, aber in der Immobilienbranche in der Form und hat aber natürlich einen deutlich größeren Erfahrungsschatz, einen anderen Track Record und. Und da kann man natürlich extrem viel lernen. Er lässt einen wirklich hinter die Kulissen blicken, teilt, es legt Dinge offen, die vielleicht manch anderer nicht offenlegen würde und dieser direkte Bezug, diese ehrliche Meinung auch, aber die Transparenz als Überbegriff würde ich definitiv unterstreichen. Also extrem unkompliziert, ehrlich, transparent, zielorientiert, gar keine Frage. Mehr kann ich aktuell nicht sagen, kenne ich ihn da noch zu schlecht. Aber was mir gefallen hat, diese Komponente von Mensch zu Mensch, obwohl man sich nicht kennt oder ist er sofort bereit, ruf mich morgen an, so und so, ich rufe zurück, egal wann, wie, wo, was. Ich helfe dir, ich unterstütze, ich gehe mit dir den Weg. Das ist diese Wir-Komponente, obwohl man doch relativ eigentlich weit voneinander weg wohnt und eigentlich nichts miteinander zu tun hat, grundsätzlich vielleicht sogar Konkurrenten in dem Business ist, ist dieses Wir gehen jetzt gemeinsam eigentlich ganz cool. Klar, wer hart für sein Geld arbeitet letztendlich, wer einen 14-Stunden-Tag hat und jetzt nicht grundsätzlich siebenstellig verdient oder ich überlege es mir oder habe es mir zweimal überlegt, gar keine Frage. Wenn man aber an einem Punkt ist, wo man letztendlich irgendwo auf einem Plateau hängt und sich hinterfragt, was, wie, wo und keine Antwort auf diese Frage findet und sie weiß vom Mindset her, dass die Investition in einen selbst immer das wichtigste Gut grundsätzlich ist, weil man selber ist ja auch die geldproduzierende Maschine hinten raus, war es mir wert, weil ich an so einem Punkt war, wo ich sage, alles schön und gut, keine Frage, läuft, kann aber besser laufen. Und deswegen, also für mich war es dann das Geld letztendlich wert, keine Frage.